Eines Tages stand Thomas am Hafenbecken eines kleinen Küstenortes. Der erste Fischfang des Tages wurde in seine Güterwagen verladen. Es dauerte alles sehr lange, nicht zuletzt, weil der Kran im Hafen schon alt war. Thomas machte sich Sorgen. »Ich werde zu spät zu Henry kommen. Das wird ihm nicht gefallen, also beeilt euch bitte. Ich...« Thomas holte Luft, um weiterzureden, doch er wurde unsanft unterbrochen. Sein Lokomotivführer und sein Heizer lachten. »Puh«, schnüffelte Thomas. »Was für ein Gestank!« Er war froh, als sie endlich an der schönen Küste entlang dampften. Als sie den Leuchtturm erreichten, sahen sie einen Mann, der eine rote Flagge schwenkte. »Was ist denn jetzt los?« »Die Flut hat die Gleise unterspült«, sagte der Mann. »Ich habe die Stelle markiert.« »Wir sehen uns das mal an«, sagte der Lokomotivführer. »Für große Lokomotiven wie Henry ist es gefährlich«, sagte der Lokomotivführer, »aber für Thomas besteht keine Gefahr.« Die Streckenwärter stellten eine rote Öllampe auf, um andere Lokomotiven zu warnen. »Ich werde vorschlagen, die Strecke vorübergehend stillzulegen.« Henry wartete ungeduldig auf Thomas' Güterwagen. »Du kommst zu spät und dieser Gestank macht mich krank. Ich kann nichts dafür, das ist der Fisch. Und wir haben nur Verspätung, weil die Strecke zurzeit gefährlich ist. Aber nur, wenn du auf ihr unterwegs bist«, spottete Henry. »Und jetzt beeil dich und koppel deine Güterwagen an meinen Zug.« Thomas Lokomotivführer und ein Streckenwärter waren im Büro des Bahnhofsvorstehers, als sie Henrys Pfeifen hörten. Schwer schnaufend dampfte Henry mit seinem langen, schweren Zug aus dem Bahnhof. »Welche Strecke fährt Henry heute Abend?« »Die Strecke an der Küste, das ist die kürzeste. Aber ich habe ihm doch gesagt, dass sie für eine große Lokomotive wie Henry gefährlich ist.« Der Bahnhofsvorsteher rief sofort im Stellwerk an. Doch ausgerechnet in diesem Moment raste Henry dröhnend am Stellwerk vorbei, sodass der Stellwerksmeister nicht gleich verstand, was der Bahnhofsvorsteher ihm sagen wollte. Als er es verstand, war Henry schon an dem Signal, das ihn hätte stoppen können, vorbeigedampft. Henry wollte seine Verspätung unbedingt aufholen, doch als er die Küstenstrecke erreichte, musste er seine Fahrt wegen des dichten Nebels verlangsamen. »Ich kann kaum etwas sehen«, rief Henry. Seinem Lokomotivführer ging es ähnlich. Deshalb war es auch kein Wunder, dass sie die Warnsignale erst viel zu spät sahen. Am nächsten Morgen wurde Henry mit Hilfe von Kränen aus dem Wasser gezogen. »Fische und Boote können schwimmen, Henry, aber Lokomotiven sind dafür nicht geeignet«, sagte der dicke Kontrolleur. »Das solltest du eigentlich wissen.« »Ja, Chef, es tut mir leid, Chef.« Als Henry auf seinem Kahn in den Hafen gezogen wurde, wurde er von Cranky, dem Kran, entdeckt. »Herrje, Henry, du hast bestimmt ein paar fischige Geschichten zu erzählen. Aber ich gebe dir einen Tipp, lass dich vorher gründlich abspritzen.« schnaubte Henry. Doch es sollte noch viel schlimmer kommen. »Sieh mal«, sagte ein Junge, »sie haben ganz viel Fisch und einen grünen Wal gefangen. Das ist kein Wal, sondern ein Seeungeheuer.« Henry war sehr traurig. Thomas versuchte, ihn aufzumuntern. »Komm schon, dein Lokomotivführer sagt, es wird Zeit, dich mal ordentlich abzuspritzen. Danach fühlst du dich bestimmt besser.« Und genau so war es. »Es tut mir leid, dass ich so hässlich zu dir war. Auch schon gut, aber riechst du das?« »Was?«, fragte Henry nervös. »Frische Luft.« »Oh ja«, erwiderte Henry.